Ich sitze neben einem ganz besonderen Herrn. Er ist ein Couturier. Couturier, sagen wir besser so, aber nicht für Textilien, sondern für Autos. Herzlich willkommen, Rainer Buchmann. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben, heute noch mal zu uns zu kommen. Danke, ich bin gerne gekommen. Sie sind ja jetzt mit uns gemeinsam hier die letzten 5 Tage da und es gab ja wirklich so einiges zu erleben. Unter anderem sind Sie für Ihr Lebenswerk geehrt worden. Das war hier direkt am ersten Tag mit Matthias Braun und mit Jürgen Karpinski. Erzählen Sie vielleicht davon noch mal ein bisschen. Ja gut, es hat tiefe Zusammenhänge. Ich war ja der Erste, der die Möglichkeiten der Computer, der Digitalisierung gekannt hat. Also wenn Sie so wollen, wurde die Digitalisierung Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er eingeleitet und wir waren die erste Firma, die über einen Computer, einen Personal Computer im Auto verfügte, der auch unter den Bedingungen der Zündspule und allem arbeiten konnte und frei programmierbar war. Und so sehe ich mich schon als der Vater der Digitalisierung. Und die Digitalisierung hat damals angefangen und nicht erst heute. Und der Herr Karpinski, bei dem habe ich in Frankfurt, in Niederrad, die ersten Autos gekauft, mit denen ich meine Karriere begonnen hatte. Ja. Und er ist ja heute der Präsident des ZDK. Und wir haben uns jetzt öfters wiedergesehen. Und dann kam noch auch der AVD mit dem Herrn Braun dazu. Und die beiden haben dann irgendwo gesagt, ja, eigentlich müssen wir das mal auch verbreiten, dass sie damals schon in den 70er Jahren mit diesen Dingen anfingen, wie die Infrarot-Fernbedienung, wie eine zentimetergenaue Abstandsmessung beim Einparken. Das sie hatten auch die Polaroid-Kamera, glaube ich, damals so ein bisschen auseinandergenommen und Teile dieser typischen Polaroid-Kamera, die richtig. Wir alle noch kennen. Ne? Da war, das war auch sehr interessant, die haben einen Autofokus gehabt, der auf Zentimeter von 10 bis 2 Meter genau auf die Zentimeter einfügen konnte. Und der hat uns geholfen, diese Einparkhilfe zu machen. Ja. Und das haben wir uns besorgt. Dann haben wir diese Lenkradbedienung erfunden und haben weltweit die Patente dafür gehabt und dann an den größten Lenkradhersteller verkauft. Aber bis es in die Serie ging und bis das jeder heute im Auto hat, es hat 15, 20 Jahre gedauert. Was waren denn die ersten Autos, die Sie damals tatsächlich bei Jürgen Karpinski gekauft haben? Ich habe angefangen mit einem gebrauchten Käfer mit 130.000 Kilometer. Das war mit dem Geld, was ich zum Abitur bekommen hatte. Und dann ist mir da beim Winterurlaub eine Schneelawine draufgefallen, das Dach war zerdrückt. Und dann habe ich auf dieses verwaschene Blaumetallic ein attraktives Grün lackiert. Und dann habe ich das Auto mit Gewinn verkaufen können und dann kam ich auf den Geschmack und habe gesagt, das muss ich nochmal wiederholen. Also kann man eigentlich sagen, diese Lawine damals war der Auslöser für Ihre Karriere oder hatten Sie vorher schon vor, Autos zu tunen und zu verändern? Eigentlich noch nicht, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also war es die Lawine, die der richtig. Auslöser war? Ja. Also hat ja, eine Lawine so auch durchaus sagen. Noch was Gutes? Sie saßen zum Glück nicht drin. Das war nachts vom Dach runtergekommen. Ja. Also. Insofern war ich nicht direkt betroffen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Es gibt ein ganz besonderes Auto von Ihnen, nämlich den Regenbogen Porsche. Und ich habe hier mehrere Gäste gefragt, welches Auto Sie eigentlich am liebsten mögen. Und es war ganz oft der Regenbogen Porsche. Das ist auch, glaube ich, ein Auto, was Ihnen besonders nah am Herzen liegt, oder? Ja klar, damit fing sozusagen der Gang in die Öffentlichkeit an. Das Auto wurde auf der Fotokina bei Polaroid gezeigt. Der Bundespräsident Scheel ist eingestiegen. Danach hat dpa diese Fotos in ganz Deutschland, jeder Tageszeitung veröffentlicht. Ja, und dann kam Automotorsport, hat im Februar 77 ein Titelblatt gemacht und dann gab es kein Halten mehr. Es sind weltweit 26 Titelblätter mit diesem Auto gefolgt und damit kamen dann auch Leute aus aller Welt und wollten ähnliche Porsche auch von mir gemacht haben. Wie viele Porsche haben Sie gemacht? Wissen Sie das? Haben Sie so die Zahlen noch im Kopf? Also weit über 100, aber das waren verschiedene Ausbaustufen. Und wenn Sie jetzt nochmal die Messerevue passieren lassen, und es waren ja auch viele Gäste da, die den Porsche tatsächlich auch fotografiert haben, wie würden Sie das Publikum beschreiben, was in den letzten Tagen hier war? Heute ist ja der erste Publikumstag tatsächlich. Mhm. Es ist unheimlich viel auch hier in der Halle los. Und was mir auffällt, es sind so viele junge Menschen da.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Aber es hat eigentlich schon bei den Pressetagen Dienstag und Mittwoch angefangen, wo Korrespondenten aus Japan, aus Iran, aus Brasilien, aus der Ukraine kamen. Und zwar Leute, die diese Zeit damals gar nicht mitbekommen haben. Aber sie wussten trotzdem über diese Geschichte und die Vergangenheit Bescheid, ja, haben Fragen gestellt, haben sich das Buch hier erworben. Und ich habe mit dieser regen Anteilnahme an der B&B-Geschichte und meiner Vergangenheit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gewusst, so die es noch live miterlebt haben, die waren damals 10 Jahre alt ungefähr, als das, ja, Titelblatt rauskam. Und da muss ich jetzt noch einfügen, wir feiern ja hier 40 Jahre Rainbow Porsche auf, ja, der IAA. Es war zum ersten Mal 1977, dass ich überhaupt auf einer IAA war. Und jetzt ist 2017, wo das gleiche Auto von damals wieder auf der IAA steht. Der ist tatsächlich schon 40 Jahre alt. Ja. Ist ja, wie viele Kilometer hat so ein Auto dann drauf? Ach, der hat nicht viel. Ich habe den verkauft mit 16.000 Kilometern 1980. Der war mal weg zwischendurch. Ja, der ist damals nach Südafrika gegangen. Ja. Und der Eigentümer kam danach vor etwa 8 oder 10 Jahren aus Südafrika zurück, lebt jetzt in der Nähe von Düsseldorf. Mhm. Und stellt das Auto jetzt zur Verfügung. Und das Auto hat ja auch bei dem Film Carnipping mitgewirkt und hatte 15, ja, Millionen Zuschauer damals. Das ist ja auch eine tolle Geschichte. Das lief ja hier kürzlich in Grafenbruch im Autokino. Ja. Da durfte ich ja auch schon mit Ihnen und mit Herrn Kapinski gemeinsam vor ungefähr 40 Porsche stehen. Mhm. Und das war ganz interessant, meine sehr verehrten Damen und Herren, denn ich wollte eigentlich ganz gerne das Interview mit den Herren führen. Nur die beiden waren mehr an dem Porsche interessiert als an mir. Ich habe dann aber doch ihre Aufmerksamkeit gewinnen können. Mhm. Das ist für Sie schon so ein ganz besonderes Highlight, wenn da so tolle alte Autos stehen, oder? Ja gut, die haben das natürlich auch sehr gekonnt inszeniert. Die ersten zwei Reihen waren, ja, reserviert für Porsche aus diesen Jahrgängen, ja, 1978, 80. Also Porsche G-Modell ist das. Und die haben dann genau passend zu der Filmszene, als in Paris die 40 Porsche geklaut wurden, haben sie im gleichen Rhythmus, wie es im Film lief, ihre Scheinwerfer angemacht und die Motoren angemacht. Und da haben die gesagt, das wäre absolut Gänsehaut gewesen, ja, wie das auf der Leinwand war und in der Realität der Sound von 40 gestarteten Porsche. Wahnsinn. Wie viele Autos von Ihnen waren damals bei dem Film dabei? Ich bin mit den Kunden von mir mit 40 Porsche nach Paris gefahren. Dort haben wir dann nachts den Filmdreh, ja, gemacht. Aber auch drei, die damals teilgenommen haben, waren am Samstag im Autokino. Das ist ja, das sind ja wirklich diese 40 Porsche, die dann auch geklaut wurden. Also die, ja, kamen alle von. Das ist ja auch toll für das Filmsetting gewesen, oder dass man da jemanden mit ihnen hatte, der das alles organisiert hat. 40 Porsche mit 40 Fahrern, das ist doch super. Besser geht's doch gar nicht, oder? Ja klar, aber das Filmteam hat auch enorme Risiken gehabt. Die hatten gehofft, eine Dreherlaubnis für den Champs-Élysées zu kriegen. Die Franzosen, ja, haben da gesagt, geht nicht. Der Kameramann, der auch da war, von damals an dem Event letzten Samstag, der hat dann erzählt, eigentlich hätte er geplant gehabt, 3 Kameras auf dem Bürgersteig an der Straße aufzustellen, um diese Szene mit den 40 Porsche aufzunehmen, wurde ihm nicht erlaubt. Ja. Und dann musste er liegend in einem PKW aus der Heckklappe heraus diese Gruppe von vorne filmen, ja, und hat 2 Kameras auf dem Heckspoiler des Porsche angebunden, weil er nirgends eine feste Kamera installieren durfte. Und dann habe ich gehört von den Produzenten, als die in München den Film entwickelt haben, haben sie festgestellt, dass 8000 Meter Film nichts anderes abgebildet hatten als Pflaster von der Straße, weil die Kamera auf dem Heckspoiler nach unten gekippt ist, aber nur Straße drauf. Ja, ja, ja. Aber also wir haben jetzt neulich auch Fahraufnahmen gemacht, tatsächlich hier auch aktuell für die IAA. Das ist ja gar nicht so einfach. Und wenn man sich den Film anschaut, also sind ja wirklich tolle Szenen geworden. Und dann kann man so im Nachhinein eigentlich nochmal diese Leistung des Kameramanns wirklich würdigen. Also der ist ja auch weltberühmt, der Kameramann. Ja. Der ist, sagen wir, einer der besten Kameraleute, die Deutschland hat. Er hat bei den 20 international bekannten deutschen Filmen, ja, hat er 10 davon gedreht. Er hat in dem Film Rossini die Kameraführung gemacht, er hat 12 Tatort gedreht. Ja. Der ist heute noch aktiv in Indien, in Tschechei, in Italien und nimmt Filme auf. Also der Mann ist auch eine Koryphäe. Also das war komplett ein perfektes Team, würde ich sagen. Und deswegen der Hauptdarsteller war da. Ja.
Das also mit denen hatte ich ja auch kurz sprechen dürfen. Und auch der echte Dieb war da. Der echte Dieb aus Leipzig. Ja, aus Leipzig, ganz genau. Harry König war auch da, der damals ja tatsächlich die Porsche geklaut hat. Und das war ganz lustig, denn ich weiß gar nicht, ob Sie das wissen, aber der ist ja dann verhaftet worden. Und das war aber früher ein sensationeller 100-Meter-Läufer. Der konnte in 11 Sekunden noch was die 100 Meter laufen. Dann das hatte ich noch nicht mitbekommen. Ja, und dann ist der losgerannt. Ja. Und dann haben sie den erst bekommen. Also sie mussten dem ordentlich nachjagen, dass sie den überhaupt bekommen. Aber der hatte noch mal versucht, zu Stiften zu gehen, hat da nicht geklappt. Aber ich meine, letztendlich hat er natürlich auch was aus der Geschichte gemacht, muss man sagen. Ja, aber er wurde 6 Jahre sozusagen... muss der in Haft gehen und sieht sich als erstes Opfer der EU, weil er jedes Mal, wenn er in einem Land die Strafe abgesetzt hatte, kam an die Grenze und wurde im nächsten Land wieder neu verhaftet für das, was er in dem Land gemacht hat. Naja gut, ich meine, wenn man so viele Autos, es war ja tatsächlich eine Auftragsproduktion, sage ich jetzt mal, ihm wurde gesagt, das und das Auto hätten wir gerne, er hat das geklaut und das ja in verschiedenen Ländern. Also ist relativ klar, dass da natürlich das ein oder andere Land nach ihm sucht. Ja, ja, war ein spannender Tag. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf die IAA hier zurückkommen. Es stehen ja wahnsinnig viele Schätzchen hier, sage ich mal. Die wilden 70er ist das Motto hier beim AVD, beim VDA und beim ZDK. Mhm. Sie haben sich ja sicherlich hier umgeschaut. Welches Auto gefällt Ihnen denn hier besonders gut und wo würden Sie vielleicht auch sagen, Mensch, das hätte ich jetzt aber ganz gerne auch das Auto, um da vielleicht noch was Besonderes draus zu machen? Da bin ich, muss ich sagen, zu sehr voreingenommen von den eigenen Autos, um da ein objektives Urteil abzugeben. Aber es sind wirklich außergewöhnliche Autos, die hier stehen. Ja. Und sie waren damals, alle Autos, die hier stehen, die Träume dieser Generation. Ja, das glaube ich. Und deshalb muss ich sagen, es ist toll, dass der AVD es geschafft hat, all das wieder auf diesem Stand von 1000 Quadratmeter zusammenzubringen. Ja. Und es sieht man, wie die jungen Leute davon auch begeistert sind, weil das vermittelt noch Emotionen, auch wenn einer mal hier den Motor angelassen hat und der brotzelt so vor sich hin. Das ist für die Leute etwas, was sie sofort verstehen und emotional kommt was rüber. Also Andreas Kessler, den wir ja gerade noch im Talk hatten, den hatte ich gestern gefragt, wie ist es denn eigentlich, was für ein Auto fährst du denn? Und da sagte er, er möchte auch diese alten Autos fahren, weil er so dieses, er braucht das Geräusch und auch das Gefühl des Kolben, wie der sich bewegt. Ne? Ja. Also auch wirklich diese Emotionalität beim Autofahren, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, glaube ich auch. Ja, klar, es war ja damals üblich, Porsche-Fahrer sind ja bewusst nachts in Tunnel gefahren, haben die Scheibe runtergemacht, haben Gas gegeben, um den Sound von dem Tunnel wieder, wie er reflektiert wird, mehr im Innenraum zu hören. Ich habe, letztes Jahr war das, habe ich so eine Probefahrt bei Porsche quasi geschenkt bekommen. Und da war ich ein bisschen erstaunt. So ein Porsche hat ja in der Mitte so einen Knopf, da kann man drauf drücken, da wird der Auspuff lauter. Das ist wahrscheinlich so, wirklich so, da geht einem Porsche-Fahrer das Herz auf, oder? Richtig, richtig. Aber das hat man jetzt sozusagen künstlich wieder eingeführt, weil die gesetzlichen Vorschriften haben das so minimiert, dass vielen der Sound als Resonanzboden gefehlt hat. Ja. Und deshalb können sie sich außerhalb der Städte dann doch wieder einstellen. Ja, und wollte man auch vermeiden, dass die Porsche-Fahrer immer wieder in den Tunnel fahren, um den Sound da... Richtig, richtig. Ist ja auch vielleicht für den einen oder anderen Tunnel könnte Risse geben oder so, man weiß es nicht bei der heutigen Verkehrsinfrastruktur. Da drüben steht ein toller Mercedes, da habe ich auch vorhin mit Frau Zeus drüber gesprochen. Der wird ja verlost. Ja. Und da sind erstaunlich viele junge Menschen, die an diesem Preisausschreiben teilnehmen und dieses Auto haben wollen, weil sie nämlich sagen, da bin ich früher drin gefahren, das hatte mein Vater. Ja. Das ist ja eine ganz tolle Sache, oder? Ja, sicher. Ja. Also da muss man staunen, wie die Affinität der jungen Leute, die viele schon sozusagen aufgegeben hat nach dem Motto, die wollen nur noch Facebook und Handy nutzen und so weiter. Aber nein, viele sagen, und das war eine tolle Zeit bei meinen Eltern und die sind mitgefahren und jetzt wollen sie doch in der einen oder anderen Weise Anteil haben an diesem Erlebnis von damals. Wenn Rainer Buchmann nicht gerade mit dem Regenbogen Porsche unterwegs ist, welches Auto fahren Sie? Ich fahre eigentlich die Autos, die ich gerade für Kunden fertig mache. Ach so, und dann kaufen Sie sich ein neues und dann... Und es ist immer so gewesen in meinem Leben, wenn ich ein Auto, so wie ich es wollte, fertig gemacht habe, kam einer und wollte genau das so haben und dann habe ich mir das nächste ausgesucht.
Also ich fand es ja ganz spannend. Ich habe Sie und Herrn Kapinski ja gefragt, wenn Sie zusammen ein Auto designen würden, welches wäre das? Und Sie hatten sich den Audi R8 ausgesucht. Ne? Ja. Also wirklich so ein ganz modernes Auto jetzt, ganz weg von den Oldtimern. Und ich glaube, Ihnen wäre dann das zugekommen zu entscheiden, welche Farbe wohin kommt. Vielleicht können Sie uns so einen kurzen Eindruck davon geben, wie geht man an sowas dran? Man spricht erstmal mit den Lackherstellern und guckt, was gibt es Neues, wo geht die Forschung hin und was kann die Produktion noch nicht sofort aufnehmen. Und diesen Bereich zwischen noch nicht für die Großserie geeignet, aber so weit entwickelt, dass es die Forschung verlassen hat und in Kleinserie oder Kleinstückzahl möglich ist. Darauf bin ich immer geeicht gewesen und sowas suche ich mir auch jetzt. Es muss ja, glaube ich, auch immer so ein bisschen anders sein. Ne? Also normal kann jeder, es muss anders sein. Ich weiß nicht, haben Sie vorne den BMW gesehen in der Halle, der ist kariert und die eine Tür ist grün, die andere Tür ist rot. Wenn ich drauf gucke, dann bin ich erstmal ein bisschen verwirrt. Muss das auch besonders wild sein oder sagen Sie nein? Es muss nur ganz speziell und extravagant sein. Man muss die Besonderheit erkennen, aber nur wildes Durcheinander, das war auch nie mein Stil. Das hätte sich nicht über die Jahrzehnte gehalten, wenn es nicht eine Richtung in der Art, wie man es designt hätte. Also sagen wir, nur bunt hilft nicht. Herr Buchmann, abschließend die Frage, Ihre Zukunftsperspektive, was haben Sie noch so vor in den nächsten Jahren? Ich möchte wieder neue Technologien von Zulieferern in Autos zusammenbringen und damit mit Kunden und anderen Spaß haben und sagen wir, Events organisieren, die innerhalb Europas stattfinden, auf den Spuren auch von Harry König. Ja, aber glauben Sie keine Porsche, aber ich glaube, Nein. Das war bei Ihnen ja nie der Fall. Vielen herzlichen Dank, Herr Buchmann, für das spannende Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß hier auf der Danke. Messe. Sie sind die nächsten Tage ja noch da.